Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Faszination Amateurfunk. Wir sind heute live auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Amateurradioclubs e.V. in Baunatal. Einer der wichtigen Punkte bei der Mitgliederversammlung ist die Neuwahl des Vorstandes. Alle 2 Jahre wird der Vorstand neu gewählt. Die Wahlen sind abgeschlossen und bei uns derzeit der neu, teilweise alt gewählte Vorstand. Erst einmal herzlich willkommen, alle Anwesenden, und einen ganz herzlichen Glückwunsch vom Team Faszination Amateurfunk zur Wiederwahl und zur Neuwahl. Fangen wir gleich an mit unserem Vorsitzenden Steffen Schöppe. Wie so oft stehen wir nun beieinander und haben das ein oder andere Thema, was unsere Zuschauer interessieren wird. Insbesondere nach der Neuwahl, eine neue Legislaturperiode, 2 Jahre stehen wieder an. Steffen, du hast es vorhin bei der Mitgliederversammlung sehr ausführlich gesagt, daher eine Bitte in kurzen Worten, einfach mal deine Ziele uns zu nennen für die kommende Legislaturperiode, um sie so auszudrücken. Entschuldigung. Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Natürlich sind das nicht meine Ziele alleine, sondern sind die Ziele des gesamten Vorstandes, die wir uns gesetzt haben. Ich möchte hier nicht alles nochmal wiederholen, aber wir wollen zum Beispiel weiter daran arbeiten, dass die Mitgliederzahlen sich stabilisieren. Wir sind auf einem guten Weg momentan. Die Anzahl der Austritte sinkt und die Anzahl der Eintritte steigt dafür. Wir wollen auch unsere Mitglieder in den nächsten Jahren noch mehr einbinden, als es bisher war, und wollen sie auch besser informieren über Sachen, die der Vorstand beschließt und durchführt. Da haben wir gemerkt, in letzter Zeit ist es nicht ganz so transparent alles gewesen, was wir gemacht haben. Letztendlich wollen wir Das könnte wie passieren? Das könnte durch Informationen in der CQDL geschehen, als auch Informationen auf der Webseite. Und wenn wir uns Kompetenzen aus der Mitgliedschaft reinholen wollen, dass wir dazu aufrufen, passt auf, zu diesem Schwerpunkt suchen wir jemanden oder mehrere Leute, die damit auskennen, um uns zu unterstützen bei unserer Arbeit. Ja, rechts neben mir steht Christian Enzfellner, DL3 MBG, seit Jahren im Vorstand zuständig, unter anderem für den Erhalt und Schutz unserer Frequenzen vor Störeinflüssen und ähnlichen Dingen. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu sagen, Christian, und daher das Wort gleich an dich. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt in der neuen Legislaturperiode vor allem wieder für das EMV-Referat zuständig sein, aber auch für das VHF-UHF-SHF-Referat und natürlich auch für Frequenzmanagement. Gerade im EMV-Referat gibt es natürlich jede Menge Probleme, gerade was Störungen betrifft durch Schaltnetzteile, durch LED-Lampen, durch Vorschaltgeräte, aber auch natürlich Normung ist ein wichtiges Thema, das wir nicht vernachlässigen dürfen, denn hier werden die Grundlagen geschaffen für zukünftige Normen und für zukünftigen Frequenzschutz durch Geräte, wie zum Beispiel gerade jetzt im Wireless Power Transfer. Die Geräte, die momentan dir die meisten Sorgen machen, welche wären das? Die Geräte, die mir die meisten Sorgen machen, das sind die Geräte, die unzulässig auf dem Markt sind, die bei der Marktaufsicht der Bundesnetzagentur durchrutschen und einfach auf den Markt gebracht werden und dann eben entsprechend das Störspektrum verursachen. Das Störspektrum, das steigt stetig an. Und der Noise Floor wird immer größer und die größten Verursacher sind eigentlich die Schaltnetzteile und die Vorschaltgeräte von LED-Leuchten. Das heißt also, da gibt es einen Markt, der sehr zwiegespalten ist. Es gibt qualitativ hochwertige Gerätschaften, aber es gibt wohl auch Geräte, die, wie du schon sagst, die durchgerutscht sind, die eigentlich keine Prüfung standhalten würden. Ja, es müssten viel mehr Prüfungen durchgeführt werden und es müssten auch viel härtere Strafen erlassen werden, wenn ein Produkt nicht konform ist. Und da sind die Strafen leider viel zu gering. Das müsste der Inverkehrbringer oder der Importeur müsste eigentlich hier mit wesentlich höheren Strafen belegt werden. Und die höheren Strafen könnte man dazu natürlich verwenden, dass die Bundesnetzagentur mehr Personal bekommt, dass sie hier mehr Marktaufsicht machen können. Also Thema Marktaufsicht, Konsequenzen und entsprechende Strafen, damit andere abgeschreckt werden, höre ich aus diesen Worten deutlich heraus. Ist eine klare Ansage an die Aufsichtsbehörde, an die Kontrollbehörde, die das durchführen soll. Christian, viel Erfolg bei dieser Arbeit. Das machst du ja nicht allein. Da gibt es ja Menschen, die dich unterstützen. Also dir und deinen Leuten viel Erfolg bei dieser sehr, sehr wichtigen Tätigkeit und herzlichen Dank auch für dieses Statement. Okay, vielen Dank. Man darf aber auch den Runden Tisch Amateurfunk nicht vergessen. Ich werde als DARC-Vertreter natürlich wieder in den Runden Tisch Amateurfunk gehen, wo ich ja auch der Vorsitzende bin. Auch hier ist die Vertretung der Interessen der Funkamateure in Deutschland gegenüber Politik und Behörden auch noch sehr wichtig.
weil der Runde Tisch Amateurfunk ja nicht nur aus dem DRC besteht, sondern aus einer ganzen Reihe von Verbänden. Daher der Runde Tisch, also mehrere Verbände, die da zusammen eine Stimme dann haben, um sich so der Bundesnetzagentur zum Beispiel gegenüber den Behörden im Allgemeinen sich äußern können. Und da bist du der Vorsitzende, dafür auch weiterhin viel Erfolg, Christian. Ja, vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu unserem dritten Vorstandsmitglied, auch ein altgedientes Vorstandsmitglied, und zwar Thomas von Grote, DB6OE. Richtig, Dankeschön. Thomas, auch dir natürlich einen herzlichen Glückwunsch. Ich bezeichne dich persönlich eigentlich immer so ein bisschen als die gute Seele hier im Vorstand. Jetzt sag uns doch mal bitte, was sind deine Hauptaufgaben und deine Ziele, die du jetzt für die nächsten 2 Jahre vorgenommen hast? Erstmal Dankeschön für den Glückwunsch, nehme ich gerne entgegen. Und wenn du mich als die Seele betrachtest, verkörpere ich in diesem Bereich eine Menge an Erfahrung. Angefangen mal als normales Mitglied, dann OVV, dann weiter stellvertretender DV und DV und jetzt also auch im Vorstandsbereich. Ein Teil dessen ist auch die Wirkung nach außen zu verstärken. Meine beiden Kollegen arbeiten noch, folglich kann ich auch in der Woche oder bei anderen Ereignissen sehr schnell vor Ort sein. Ich wirke manchmal im Hintergrund und versuche auch ausgleichend und ja, Öl auf die Wogen gießen, in vielen Fällen tätig zu sein. Es gibt ja eine ganze Menge, die sehr individuell sind und nicht alle, die so individuell sind, passen dann in die Gemeinschaft. Und da muss man manchmal ein bisschen die Zunge dazu wetzen, um das auch hinzukriegen. Das ist ein Teil meiner Bereich. Der andere Bereich, den ich auch abdecke, ist das Referat für die IAU. Das ist fürs Auslandsreferat, das ist fürs Standortsreferat. Und was meine Kollegen schmunzelnderweise sagen, da ich als Jungfrau geboren bin, auch die Baels. Ja, Thomas, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt am Ende noch. Aber ich denke, das sind überhaupt insgesamt ganz wichtige Tätigkeiten. Klar, die Referatsangelegenheiten. Aber was du eingangs gesagt hast, wo ich auch ein bisschen darauf hin wollte, gute Seele, das war auch wirklich so gemeint. Die Zeit, die man so als arbeitender Mensch hat, hast du nicht. Die hast du gerade diese Zeit. Und das ist unschätzbar Vorteil, weil mal schnell jemanden besuchen, irgendwo hingehen, das kann sich nicht jeder leisten von denen, die arbeiten. Ne? Einfach mal aus dem Arbeitsprozess weggehen, das ist so ohne weiteres nicht möglich. Also auch dir weiterhin viel Erfolg für diese Arbeit, die auch teilweise, wie du selber sagst, im Hintergrund stattfindet. Aber ich denke, unsere Zuschauer und auch die Mitglieder des DRC werden diese zu schätzen wissen. So, und jetzt haben wir eine Veränderung. Martin Köhler ist nicht mehr im Vorstand. Er hat diese Tätigkeit beendet. Da kommen wir aber bei einem weiteren Beitrag noch drauf zu sprechen. Und wir werden uns jetzt mit einem neuen Vorstandsmitglied beschäftigen. Und zwar steht bei uns Werner Pockrop, DG3ET, heute frisch gewählt in den Vorstand. Werner, herzlichen Glückwunsch dafür und alles Gute vorab. Ja, herzlichen Dank für die Glückwünsche. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich und freue mich schon auf die Tätigkeit. Werner, da du ja nur der Neue bist hier im Bunde, eine ganz kurze Vorstellung deiner Person für unsere Zuschauer, bitte. Ja, ganz kurz. Ich bin 58 Jahre alt, komme vom Niederrhein, bin lange Jahre bei einer Krankenkasse tätig gewesen, also im Verwaltungsbereich, und mache Amateurfunk seit 1978 mit einer kurzen Unterbrechung, und seit 2005 bin ich wieder im DRC. Zuletzt als stellvertretender Distriktsvorsitzender und als OVV im Ortsverband Kamp-Lintfort. Und so bin ich dann halt auch an diese Vorstandstätigkeit herangeführt worden. Prima, also eine gute Vita, die da im Hintergrund steht. Also ein Mitglied aus unseren Reihen natürlich, aber auch mit einem entsprechenden Hintergrund. Da dürfen wir dir natürlich viel Erfolg wünschen. Und jetzt kommen Danke. Wir auch bei dir natürlich zu der Frage, für welchen Bereich sollst du zuständig sein? Wie habt ihr euch abgesprochen? Und was sind deine Ziele für die erste Legislaturperiode für dich jetzt? Ja, ganz klar, der DRC ist im Moment finanziell sehr gut aufgestellt. Das soll auch so bleiben und das soll sich auch verbessern noch. Und da ist eines meiner Ziele, die Ausgabenseite auf der einen Seite zu durchleuchten, auf der anderen Seite aber auch auf der Einnahmenseite neue Einnahmen zu generieren, was auf verschiedene Weise möglich ist, zum Beispiel auch durch die Gründung neuer Gesellschaften, die für den DARC tätig sind. Und als weiterer Punkt steht natürlich auch die Mitgliedergewinnung und die Mitgliederhaltung mit auf dem Punkt.
Ein schwieriges Thema, denke ich. Ein absolut schwieriges Thema, weil viele konzentrieren sich auf die Gewinnung junger Mitglieder. Das ist auch richtig und gut so. Nur wir müssen auch bedenken, in 10 Jahren sind wir alle 10 Jahre älter, so Gott das will. Und deshalb liegt ein Augenmerk auch darauf, dass wir uns um die älter werdenden langjährigen Mitglieder weiter kümmern, aber auch den Bereich von Ende 40 bis Ende 50 mal im Auge behalten, weil das sind vielfach Personen, die vielleicht schon Kontakt zum Amateurfunk hatten, aber durch Berufstätigkeit, durch Familiengründung sich zurückgezogen haben, die man jetzt unter Umständen auch wieder für den Amateurfunk begeistern kann. Vielleicht sogar ausgetreten waren, dann wieder eintreten wollen. Da haben wir auch bei uns in den Ortsverbänden einige, die das so jetzt gemacht haben. Das sind gerade so die Leute um die 35 bis 45. Also das ist ein ganz toller Ansatz. Dafür jetzt wirklich viel, viel Erfolg, weil das ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und da drücken wir dir ganz doll die Daumen, dass das mit deinen Leuten im Hintergrund gut funktioniert. Ich denke schon, wichtig ist mir eine gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes, aber auch zwischen Vorstand und Geschäftsführung. Das ist das A und O, um diese Ziele zu erreichen. Und ich danke ganz herzlich für die guten Wünsche. Ja, das war jetzt eine Kurzform der Vorstellung der neuen Vorstandsrunde des neuen Vorstandes des Deutschen Amateur Radio Club. Es gehört sich aber so doch noch mal kurz zu fragen. Steffen als Vorsitzender, kleines Schlusswort. Ja, danke für die Möglichkeit, dass wir hier auch noch mal unsere Pläne, unsere Ideen vorstellen können in einer breiteren Öffentlichkeit. Wir arbeiten dran, den DRC voranzubringen, nicht nur finanziell, sondern auch von der Mitgliederzahl her, das Interesse am Amateurfunk auch für Außenstehende zu wecken. Und ich denke, nachdem der Werner auch schon einige Monate bei uns ein Praktikum absolviert hat, wir kennen uns in der Zwischenzeit recht gut alle, dass wir es auch über die nächsten mindestens 2 Jahre erfolgreich durchziehen können. Prima. Herzlichen Dank, Steffen, und herzlichen Dank an alle anderen anwesenden Vorstandsmitglieder. Nochmals, wir wünschen euch viel, viel Erfolg. Und Ihnen, liebe Zuschauer, viel Spaß bei der nächsten Folge von Faszination Amateurfunk. Und das war es erst einmal hier aus Baunatal am 11.11., am Karnevalsbeginn 2017. Ihr Moderator, Wolfhard Eidenmüller, DO5WE.